Wie ist dein Name und wie alt bist du? Mein Name ist Mara und ich bin 15 Jahre alt. Wo kommst du her und wie lange lebst du schon in Deutschland? Ich komme aus dem Libanon und ich lebe schon seit meiner Geburt hier. Mein Name ist Ahmed und ich bin 17 Jahre alt. Ich komme aus dem Libanon und ich lebe seit meiner Geburt hier in Aurich. Ich bin Igor mit 16 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Polen, lebe schon seit 14 Jahren in Deutschland. War es eine große Umstellung, hierher zu ziehen? Also für meine Eltern war es eine große Umstellung. Die sind mit ca. 20 Jahren hierher gezogen und konnten die Sprache nicht. Aber für mich war es viel leichter. Ich bin eigentlich hier in Aurich geboren. Naja, eine Umstellung war es ja für mich nicht, weil ich hier geboren bin, aber für meine Eltern schon. Für mich war es jetzt keine große Umstellung, da ich sehr jung war. Für meine Eltern war es bestimmt eine große Umstellung, dass sie auch so Mitte 20 Jahre gekommen sind. Fühlst du dich hier fremd? Nein, ich fühle mich hier ganz wohl, weil ich ja schon seit meiner Geburt hier lebe. Und da fühle ich mich ja eher im Libanon fremd. Hier in Deutschland nicht. Ich würde mich mehr fremd in Polen fühlen als hier, da ich hier meine Freunde habe. Was vermisst du von deiner Heimat? Also ich bin da öfters im Urlaub und ich vermisse da am meisten meine Familie. Ich vermisse von meiner Heimat das Essen, die Familie, den Strand. Und wo ich mich besser fühlen würde, wäre, glaube ich, hier in Aurich, weil ich hier geboren bin. Ich vermisse hauptsächlich meine Familie, sonst eigentlich nicht viel. Was bedeutet für dich Heimat? Heimat bedeutet mich, an einem Ort zu sein, an dem ich mich wohlfühle. Ein Ort, wo ich so sein kann, wie ich bin. Für mich bedeutet Heimat was ganz Besonderes. Also da, wo man sich nicht eher fremd fühlen sollte, sondern eher wohl. Und da, wo du deine Freunde hast, wo du mit denen abhängen kannst. Ganz wichtig, die Familie. Für mich bedeutet Heimat da, wo man seine Freunde hat, wo man sich wohlfühlt, überhaupt nicht fremd. Und auch wenn man irgendwo anders geboren ist, zum Beispiel wie ich jetzt in Polen und hierher gezogen bin. Für mich hier die Heimat, da meine ganzen Bekanntschaften, ich fühle mich hier wohl, Freunde sind hier.